So, wir sind wieder da. Fallout 4. Ja, in dieser Folge haben wir eigentlich nicht viel mehr vor, als unseren Charakter zu erstellen. Also, wen das so ganz und gar nicht interessiert, ich will euch nicht schon am Anfang meiner Let's Player-Karriere langweilen, dann schaltet am besten einmal weg oder keine Ahnung, spult, wartet, bis die nächste Folge rauskommt. Das muss ja nicht sein, dass ich euch schon am Anfang hier langweile. Na gut, ich versuche den einigermaßen so zu ja, so zu erstellen, wie ich in echt auch aussehe. Das wird wahrscheinlich an völliger Selbstüberschätzung scheitern, aber ja, wir werden mal sehen. Also so auf gar keinen Fall. Ich habe meinen Bruder hier unten neben mich gesetzt, damit der mir ein kleines bisschen dabei zur Seite steht. Damit ich mich nicht vollkommen selber überschätze, aber naja, wir werden sehen. Okay, ich würde sagen, an den Seiten kurz, obendrauf etwas länger, das kommt schon mal einigermaßen hin. Er nickt mit dem Kopf, das ist gut. Okay, Neue Frisur. Gefällt nehmen mir. wir das. Ja, meine Nase. Meine Nase, muss ich zugeben, ist ein kleines bisschen größer. Muss ich leider ehrlich sagen. Ja, okay, nicht übertreiben. Bisschen Umfang. Ja, ist schon okay. So groß ist sie eigentlich auch nicht, aber naja. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Nein, Schatz, du findest meine Nase nicht so groß. Sonst kannst du dir einen neuen Ehemann suchen. So, okay, das hätten wir. Ja, wir müssen ja hier nicht übertreiben irgendwie. Das ist schon in Ordnung so. Geschlecht, 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 Extras, Male, Makel, Schaden, Narbe. Okay, nein. Ja, so eine kleine, ja, Du die hast sehr Narbe. ausgeprägtes Kinn. Narbe, rechte Braue. Da sieht man überhaupt nichts. Entfernen, entfernen. Okay, wir wollen so ein paar Makel machen uns, glaube ich, nicht schlecht. Gut, das funktioniert. Nö. Obwohl eine gebrochene Nase. Nee, eigentlich nicht. Nase, Lippen, Schnitt. Nein. Lippenkratzer ist auch okay. Narbe rechts. Nein. Nein. Verbrennung. Nein. Boxer 12. Runde. Auch nicht. Blaues Auge. Auch nicht. Dicke Lippe. Na gut, zwei kleine Narben sollen es tun. Makel, was finden wir da? Augenhöhlenschatten, Stirnmakel, Wangenflecken, Mundmakel. Na gut, das lassen wir mal lieber weg. Das ist nicht besonders gut. So, Male, Sommersprossen wollen Was wir auch meinst du, nicht haben. Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Na gut, lassen wir das auch mal weg. So, ja, ich denke, vom Gesicht her sehe ich in echt natürlich ein bisschen besser aus, aber ich finde, das tut jetzt nichts zur Sache. Also, wie weiter hoch geht das nicht? Das soll doch so aussehen wie ich. Was soll das? Hallo, Spiel, ich will wie in echt aussehen. Na gut, übertreiben wir nicht. Also, ich würde sagen, ich habe eine ganz normale Statur. Hier wird's groß. Ach so, groß, mit groß meinen die fett oder was? Ach du Scheiße. Na gut, so dünn sind wir auch nicht. Also ich bin 1,80 Meter, wieg 75 Kilo. Ich würde sagen, das ist ganz normal. Vielleicht ein bisschen drunter. So. So irgendwie. So. Ne, ach so, das ist ganz dünn. Muskulös. Ja. Ich habe eine Fußballerfigur. Keine Ahnung. Ja, so. Wird schon irgendwie passen. Ich brauche aber noch ein Bad. Ich habe einen Bart. Ich brauche auf jeden Fall einen Bart. Bart gibt es ja wohl im Gesicht, oder? Kinn, Mund, Kiefer, Kinnbacke. Hallo, wo ist der Bart? Typ, Bart, da ist er doch. Entspannter Morgen, cooler Typ. Ja, cooler Typ muss ich eigentlich haben. Auf jeden Fall schon mal. Stoppeln. Ach Sehr so. maskulin. Nee, nee, hau rein, ne? Gentleman, Mann von Welt. Mannsbild, Abtrünniger. Mephisto, Säbelrassler, Revolverheld, schicker Schurke, Poetry Slam, Koteletten, rauer Bursche,
Straßenschläger, Kobold, Playboy. Harter Typ, einsamer Wanderer, kommt eigentlich meinem schon relativ nah. Ja, ich glaube, wir nehmen, oder? Einsamer Wanderer, Naturbursche. Ja, ich habe schon relativ viel Bart, deswegen. Ja, wir nehmen Zeit zu einfach mal schätzen. den Jetzt oder Naturburschen. immer. Und ja, ich denke, ja, ich werde mal irgendwann gegen Ende des Let's Plays ein Foto von mir hochladen und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob ich so aussehe oder nicht. Aber ich denke, einigermaßen kommt das schon hin. Ja, Charakter bestätigen. Wir wollen so aussehen. Hätte ich hier irgendwie noch meinen Namen oder so eingeben müssen oder kommt das erst später? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Tür schließen. Schatz, bin gleich fertig. Ja, das sagt ihr immer. Okay, so, wir schauen uns mal ein kleines bisschen um hier. Radio. Eine Kamera. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Das könnten wir tun. So. Na gut. Ja. Das wär's dann soweit. Okay, das hier ist mein Kaffee, den trinken wir. Oder den trinken wir auch nicht. Grogner Comic. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ja, schon klar. Okay. Müssen wir die Zeitung lesen? Immer nur das gleiche Zeug. Okay, habe ich verstanden. Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Schorn. Ja, tu das. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Naja, Milch. Oh, die Milch wurde geliefert. New Coca-Cola. Coca-Cola, eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Okay. Ja gut, mir scheint so, als könnten wir die Nächte. Okay. Naja, mir scheint so, als können wir hier jetzt momentan nicht besonders viel machen. Also es kann passieren, dass ich hier gerade in der Anfangszeit einige Sachen falsch mache. Und jetzt zum Sport. Der kann warten. Wir gucken uns erstmal den Sport an. Das ist wichtig. Ja, lass die Boston Sultans mal versuchen. Öffnen wir die Tür. Ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Eile. Hier bin ich jetzt gerade nicht froh, dass Sie hier sind. Ja, hört sich ja gar nicht so schlecht an. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Genug Platz, bin beschäftigt, klingt gut, verschwinde. Ja, ist denn da auch genug Platz? Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen im Falle einer unerwarteten totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern.
Okay, der Typ, der ist. Ich hasse den. Erzähl mir mehr. Nein, von dir will ich gar nicht mehr hören. Einfach nur ja. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Nun, also dann. Ah gut, gut. Jetzt kommen wir hier also zu unserer Einstellung. Na gut, ja, Name. Klar. Nehmen wir unseren Kanalnamen Joker Gaming. So. So heißen wir. Ja, jetzt kommt es hier zur Verteilung der Punkte. Und das ist immer so eine etwas heikle Geschichte in Fallout. Wir gehen die ganzen Sachen erstmal kurz durch. Stärke. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Nahkampf nicht so wichtig, tragen ziemlich wichtig. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im VATS. Da wir auf Normal spielen, wird der VATS in der Regel nicht so, ja, nicht so notwendig werden, denke ich mal. Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Auch relativ wichtig. Charisma. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredenskünste und verbessert Preise beim Handeln. Sehr wichtig. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Auch nicht schlecht. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Und dann noch das Glück. Das Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Na gut, also wir müssen Stärke auf jeden Fall auf 6 machen, damit wir auch am Anfang erstmal genug tragen können. Eine hohe Tragekapazität wird im Laufe des Spiels in jedem Falle sehr, sehr wichtig. Das weiß ich. Wahrnehmung finde ich jetzt bis auf die Waffenpräzision nicht so wichtig, deswegen kriegt das erstmal nur 3 von mir. Ausdauer, Aktionspunkte, Sprinten und Wert deiner Gesundheit eigentlich auch ziemlich wichtig, deswegen 5. Charisma bekommt auch 5 Punkte von mir, weil auch das im Laufe des Spiels wichtig wird. Ja, Beweglichkeit, dein Geschick, wie viele Aktionspunkte du hast, geben wir mal 3. Schleichen ist sowieso nicht so mein Ding. Ja, und dann haben wir hier schon ein Problem. Weil Intelligenz, wie viele Erfahrungspunkte ich kriege, ist auch wichtig. Na gut, dann müssen wir am Anfang mit etwas weniger Glück auskommen. Aber wenn man in einer Welt voller Verstrahlung lebt, dann hat man wahrscheinlich sowieso nicht so viel Glück gehabt. Ja, wir nehmen das erstmal an. Das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet. Ja, verpiss dich. Hau ab. Danke nochmal. Leck mich. Okay. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Wir haben unsere Momente, das ist wohl wahr. Na gut, ich bedanke mich für diese Folge, dass ihr... Na. Ja... braucht diese väterliche Zuwendung. Ich kümmere mich sofort darum, aber erst in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt. Wie gesagt, Ratschläge, Tipps, Tricks, Verbesserungswünsche. Ich bin für alles offen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der dritten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.